Ein ganz großes Thema ist natürlich immer die Frage nach den Pilzen. Habe ich eine Kandidose oder habe ich eine Schimmelpilzbelastung? Betrifft mich das vielleicht sogar im Blut? Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Der Candida albicans oder Geotrichum candidum oder auch die Schimmelpilze sind im Verhältnis zur Restbevölkerung im Darm eine absolute Minderheit. Das ist eine absolute Randgruppe. Die sind da, weil sie Teil des Essens sind, die werden durch den Tunnel durchgeschoben und sie werden normalerweise kontrolliert in einer kleinen Population gehalten. Und sie haben eigentlich keinen Nutzen für uns. Eine Fehlbelastung mit Hefen oder auch mit Schimmelpilzen ist in der Regel ein Zeichen einer Immunschwäche. Das bedeutet, dass Ihr Immunsystem nicht in der Lage ist, diese Pilze zu bekämpfen. Es gibt eine TH1 und eine TH2 gewichtete Immunantwort. Für diese Form von Belastung braucht man eine TH1 gewichtete Immunantwort, wie man sie auch für Tumorbekämpfung oder für Viren und eben Pilze und intrazelluläre Erreger braucht. Wenn man nicht in der Lage ist, damit umzugehen, dann liegt es daran, dass man entweder mit Medikamenten ein unterdrücktes Immunsystem hat, weil man eine Autoimmunerkrankung hat, dann muss man wahrscheinlich ein Gegenmittel geben, weil sonst kommt man aus dieser Fehlbelastung erstmal nicht raus. Aber es gibt schon zu Zeiten Darwins das Survival of the Fittest. Das heißt, der sich am besten anpassen kann, gewinnt die Schlacht. Und wenn ich nur ein, zwei, drei Keime habe, die in der Lage sind, gegen das Mittel, was mir da verabreicht wird, eine Antwort zu entwickeln, dann bleiben die über. Und die reden miteinander und die tauschen sich anschließend auch aus. Und dann dauert es 4, 6, 8 Wochen, dann habe ich das Problem wieder. Also, wenn ich eine echte Pilzbelastung habe, dann muss ich eine eingeschränkte Immunantwort haben. Und das ist dann der nächste diagnostische Schritt. Und therapeutisch muss man versuchen, die Immunantwort dann zu stärken oder durch andere Maßnahmen natürlicher Art, also nicht mit einer toxischen Substanz, sondern eher mit einer bindenden Substanz zu versuchen, das Pilzwachstum zu kontrollieren. Jemand, der eine Pilzbelastung hat, hat sie ja meistens nicht nur im Dickdarm. Wenn das Immunsystem kaputt ist, dann ist es meistens auch im ganzen Magen-Darm-Trakt. Das heißt, wir sehen es auf der Zunge, wir haben Verletzungen der Schleimhaut, wir haben einen Mehrbedarf an Substanzen, die für die Schleimhautregeneration da sind, aus der Mikronährstoffecke, die man nochmal gesondert bearbeiten kann. Oder ich habe vielleicht auch kleine Blutbeimengungen, ich habe das Gefühl eines wunden Darms, es brennt irgendwo, ich habe vielleicht auch Entzündungsparameter, die unterschwellig irgendwo laufen, weil die Leber zwar noch irgendwas machen kann und vielleicht CRP erzeugt, aber auf der anderen Seite die gezielte Abwehr dieser Mitbewohner durch die TH1 gesteuerte Immunantwort einfach nicht funktionieren. Und die Symptome sind vielfältig, sind unspezifisch bis hoch dramatisch und es geht wirklich darum, dass man, wenn man den Verdacht hat, eine aufeinander abgestimmte Wiederholungsdiagnostik macht, um zu beweisen, ist es ein Dauerproblem oder ist es ein Einzelproblem, wo etwas einfach nur verschleppt wurde. Wie immer, das ist nicht das letzte Video. Ich komme wieder, keine Frage. Heute ist nicht alle Tage.